Der dumme Hans. Ein Märchlein von Josef Haltrich. Gelesen und wie immer ein wenig editiert und kommentiert von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Es war einmal eine alte walachische Frau. Die hatte einen Enkel, der hieß Hans. Der machte allerlei dumme Streiche und Possen. Und die Leute im Dorf nannten ihn nur schlechtweg den dummen Hans. Und wer ihm ein Schabernack spielen konnte, der tat es. Denn es gab dann immer etwas zum Lachen. Und so sind die Menschen halt. Doch das alles musste dann teuer, also wirklich teuer, bezahlt werden. Wie unser Märchen zeigt. Von seinem Vater hatte Hans ein steinernes Haus geerbt. In dem war nur das hintere Zimmer bewohnbar. Das vordere war verfallen und hatte keine Fenster und keine Türen. Und so wurde es nicht nur von Hunden, sondern auch von mutwilligen Jungen und Nachbarn ganz verunreinigt. Dörfler halt. Denen ist schnell langweilig. Das sah nun der dumme Hans und lachte darüber. Und wenn ihn die Leute ärgerten, sagte er, der Mist soll mir noch viel Geld eintragen. Eines Tages nahm er seinen Wagen, spannte seine beiden Kühe an und fuhr vor sein Haus. In ein Fass mit eisernen Reifen brachte er den ganzen Unrat aus dem verfallenen Zimmer, goss Wasser darüber, schloss dann fest zu und strich das Fass von außen prächtig an und zog weit, weit fort, sodass man glaubte, er sei verschwunden. Nach 100 Tagen aber gelangte er spätabends an einen großen Edelhof. Er ging hinein, bat um Herberge und er sagte, er komme gerade aus dem Mohrenland und hätte in dem Fass für den König das Wasser des Lebens. Wer davon trinke, werde wieder jung. Und so wolle der alte König noch nicht sterben, sondern wieder jung werden. Da wurde er von dem Edelmann ehrenvoll aufgenommen und bewirtet. Und man gab ihm die Versicherung, es solle ihm kein Schade geschehen. Alle Diener des Hauses mussten in der Nacht Wache stehen. Sie hatten aber gehört, was der Fremde von dem Wasser des Lebens mit seinem Herrn gesprochen hatte. Und es wässerte ihnen den Mund nach dem Zaubertranke. Und auch dem Edelmann ließ es keine Ruhe. Er gab daher den Dienern den Auftrag, das Fass zu öffnen und ein wenig zu schöpfen. Nur so, dass es gerade reiche. Es war aber das Fass so fest verschlossen, dass die Diener nur mit großer Mühe das ganze Spundholz herausziehen konnten. Kaum war das geschehen, so wären fast alle beinahe davongelaufen. Denn es kam ihnen ein so bekannter, widerlicher Geruch in die Nase, dass sie es fast nicht aushalten konnten. Doch was tut der Mensch nicht, um nur wieder jung zu werden, wenn er eine Möglichkeit sieht, nicht wahr? So schöpften sie denn aus dem Schaff, in das sie ein wenig herausgelassen hatten, und tranken mutig und beherzt, trugen ein Glas voll zu ihrem Herren, machten darauf das Fass zu und suchten alle Spuren zu verwischen. Als am frühen Morgen der Fremde in den Hof kam und alles untersuchte und so vorfand, wie er es sich gedacht hatte, nämlich sein Fass erbrochen, so ging er zornig zum Edelmann und sprach, »Wer verruchte Hände haben in der Nacht das Fass geöffnet und unter dem Frevel hat sich das Wasser des Lebens schrecklich verwandelt. Was wird euch der König jetzt tun?« Da fiel der Edelmann vor ihm auf die Knie und bat, er soll doch schweigen. Er werde ihm so viel Geld geben,
dass er sich wieder neues Wasser des Lebens beschaffen kann. Woher man das auch immer bekam. Gold sollte da nicht das Problem sein. Da ließ sich der dumme Hans erweichen. Er hatte halt so ein Herz, nahm das viele Geld, das ihm der Edelmann ungezählt gab, und kehrte heim. Als er da ankam, versammelten sich die Leute im Dorf neugierig um ihn. Und er erzählte und zeigte ihnen, wie viel Geld er für den Mist in der Stadt bekommen habe. In den nächsten Tagen hatten alle, die nur Wagen und Kühe hatten, je ein oder zwei Fass mit demselben Stoff gefüllt. Und wem der eigene nicht hinreichte, der suchte auf Gassen und Straßen, dann und wann gar auf Feldern, alles zusammen. Und im Kurzem war das ganze Dorf so reingefegt, dass man in dem verborgenen Winkel um teures Geld nicht einen einzigen unberufenen Wächter hätte auffinden können. Die Fässer strichen sie auch alle rot an, so wie es der dumme Hans gemacht hatte. Man wollte ja sicher gehen, dass alles gleich war. Und da man niemanden den Vorsprung und größeren Vorteil gönnte, wurde beschlossen, dass die gesamte Gemeinde zusammen in die Stadt fahren und alle zum gleichen Preis verkaufen sollten. Es war ein großer Aufzug. Als etwa 200 Wagen mit den angestrichenen Fässern in die Stadt einfuhren und auf dem großen Marktplatz in einer Reihe sich aufstellten. Die Städter liefen neugierig zusammen. Und der große Rat, an der Spitze der Bürgermeister, begaben sich auch hin, um zu erfragen, was das gäbe. Als sie an die Reihe kamen, fragte der Bürgermeister, was sie denn so in den schönen Fässern zu verkaufen hätten. Da antwortete der Erste: Mit Verlaub, Herr Bürgermeister, was so unangenehm riecht und was man hier so gut bezahlt. Der Bürgermeister konnte aus den Reden nicht klug werden und dachte, das müsse ein morgenländischer Trank sein. Er steckte daher seine Finger in die Kufe und kostete. Aber ihr hättet das mörderisch verdrießliche Gesicht sehen sollen und wie der Bürgermeister spuckte, nachdem er ein wenig mit der Zunge geleckt hatte. Herz, das ist ja reine Mistjauche. Der Rat hatte hierauf nicht Lust zu kosten, sondern die einzelnen Ratsväter frugen nun fort die ganze Reihe entlang, was sie hätten. Und sie erhielten alle die Antwort: Was stinkt, was man hier so gut bezahlt? Da wurde der Bürgermeister und der weise Rat fast außer sich, dass man sie so zum Besten haben wollte. Und man beschloss, die Frevler zu bestrafen. Vergebens entschuldigten sie sich und sprachen, der dumme Hans habe sie dazu verleitet. Jeder erhielt 25 Rutenstreiche aufgemessen. Und dann wurden sie mit einer ernsten Verwarnung entlassen. Als sie jetzt heimkamen, fielen sie alle über den dummen Hans her und luden die Schläge, die sie bekommen, auf ihn ab. Seine Kühe aber schlugen sie tot. Nach kurzer Zeit kamen alle Hunde aus dem Dorf über die toten Kühe und fraßen wie auf der Hochzeit, wenn es auf einer Hochzeit rohe Kuh gegeben hätte. Hans aber stand von Weitem und rief: Na gut, fresset nur. Aber das sage ich euch, ihr müsst sie mir bezahlen. Die Leute, die das hörten, lachten hell auf. Kaum aber hatten die Hunde alles Fleisch gefressen und die Knochen benagt, so kam der dumme Hans mit einem Stock und wollte sie eintreiben in sein verfallenes Vorzimmer. Aber die meisten Hunde sprangen leicht davon. Nur ein alter Fleischerhund und ein kleiner Mops konnten ihm nicht entgehen.
Er trieb sie hinein, verrammelte dann hinter sich die Tür mit Brettern und wandte sich darauf zu den Hunden und sprach: Na, wollt ihr jetzt zahlen mit Gutem? Aber die beiden Hunde liefen ängstlich umher und heulten: Nein, nein, schrie Hans und fing gleich an, auf sie einzuschlagen. Der Fleischerhund nahm alle seine Kraft zusammen, um zu der hohen Fensteröffnung hinauszuspringen. Und es gelang ihm endlich. Der kleine Mops mühte sich aber vergebens. Er kam nicht einmal bis zur Hälfte hinan. Durch das häufige Anspringen an die Mauer fielen aber, da ohnehin alles locker war, Mörtel und Steine herunter. Und zuletzt löste sich ein Stück der Wand. Dahinter ward ein großer Kessel sichtbar. Ach du Kleiner, bist doch ehrlich und willst zahlen. Nun gut. Damit half er ihm beim nächsten Sprung zum Fenster hinaus. Der dumme Hans nahm sogleich den Schatz, der in der Mauer verborgen gewesen, und trat vor die Leute und zeigte ihnen den Kessel mit den Gold- und Silberstücken. Da fragten sie ihn, wie er dazu komme. Ha, das ist der Erlös, sprach er, für das Fleisch, den ich von den Hunden bekommen habe. Einer hat für alle bezahlt. Ich sagte ja, sie würden zahlen. Dem Kanis, sage ich immer, dem Kanis kann man noch vertrauen. Der ist ehrenvoll. Da sie alles mit eigenen Augen gesehen hatten, so glaubten sie es. In kurzer Zeit waren im Dorf keine Kühe und Rinder mehr. Denn alle wurden geschlachtet und den Hunden vorgeworfen. Das war ein Leben für diese, wie sie es seit der Zeit nicht mehr gehabt. Nach einigen Wochen war noch Aas in den Gassen, da die Hunde nicht so schnell alles fressen konnten. Als der Termin kam, den man den Hunden zur Zahlung bestimmt hatte, wurden alle ins Rathaus zusammengetrieben und mit Stöcken zum Zahlen genötigt. Da sie aber nicht zahlen wollten oder konnten, vielleicht auch gar nicht verstanden, worum es überhaupt ging, so wurden sie alle erschlagen. Nun aber sollte es über den dummen Hans gehen. Sie hielten großen Rat und sprachen: Solange der lebt, sind wir vor seiner Dummheit nicht sicher. Ja, genau, vor seiner Dummheit. Lasst ihn uns erschießen. Es wurde die kommende Nacht dazu bestimmt. Der dumme Hans aber hatte von den bösen Anschlägen gehört. Und wie es Abend wurde, nahm er seine Großmutter. Er dachte nämlich: Na, die ist alt und krank und muss ohnehin bald sterben. Legte sie auf sein Bett ans Fenster, wo er zu schlafen pflegte, und gab ihr seine Schlafmütze aufs Haupt. Er aber legte sich in den Winkel auf das Bett seiner Großmutter und blieb wach und horchte. Als alles ruhig war und die Leute im Dorf schliefen, kamen auf einmal ein paar Kerle, mit Pistolen bewaffnet, leise in den Hof geschlichen und guckten durchs Fenster. Ha, er ist da und schläft, winkte der Erste, indem er die Schlafmütze des Dummen sah. Er hat's nur gut zielen. Puff! Krachten die Pistolen zugleich und die Alte war tot. Die Verbrecher stoben wie der Wind fort. Der Dumme aber kroch aus seinem Hinterhalt hervor, wickelte seine tote Großmutter in mehrere Leinentücher, zuletzt nähte er ein schwarzes Gewand über das Ganze, nahm sie auf den Rücken und ging fort, ohne dass jemand ihn sah. Am Morgen lief alles neugierig zum Haus, um zu sehen und zu hören, wie die Sache stehe. Aber wie mussten alle erstaunen, als sie weder die alte Großmutter noch den toten Hans sahen. Dafür Teile eines unbestimmten Gehirnes und jede Menge Blut im Bett. Am Ende beruhigten sie sich
indem sie meinten, der Teufel werde gleich beide weggeführt haben. Persönlich hätte mich das nicht beruhigt. Ganz im Gegenteil. Leicheneintreibende Teufel hätten mich eher verunsichert. Aber ich bin auch kein Christ. Der dumme Hans indessen war schon weit über die Grenzen und ging immer weiter fort. Am 100. Tage kam er gegen Abend wieder auf einen Edelhof und bat um Herberge. Er sagte, er komme geradewegs aus dem Mohrenland und bringe aus dem Zauberschloss die wunderschöne Prinzessin, die jetzt noch im 100-jährigen Schlafe liege. Da aber die Zeit um sei, könne sie durch einen einzigen Kuss ins Leben gerufen werden. Der sie nun küsse, werde der glücklichste Mann von der Welt. Denn die Sim schenke die Prinzessin ja ihre Hand und wahrscheinlich den Rest dazu. Nun brächte er sie aber dem König, denn der sei doch der Erste im Reiche und ihrer am meisten würdig. Der Edelmann versprach, die Prinzessin solle in der Nacht gehörig bewacht werden. Er schloss sie selbst in ein einsames Gemach, unter Schloss und Riegel. In der Nacht aber konnte er nicht schlafen, denn er dachte immer an die schöne Prinzessin. Zuletzt sprang er aus seinem Bett und sprach, »Was? Da wäre ich ja ein Narr, sie auszulassen. In solchen Fällen hat der König kein Näherecht.« Er nahm Schere und Messer und die Schlüssel zum Gemach, ging leise hin, schloss auf und trennte ganz sanft an der schwarzen Hülle die Naht und wickelte allmählich die Leintücher ab. Wie entsetzte er sich jedoch, als er auf einmal ein altes, von Blut und Wunden entstelltes Gesicht sah, zudem halb verwest und voller Maden. Schnell wandte er sich ab, würgte so manches Mal, wickelte alles wieder zusammen, brachte Nadel und Zwirn und nähte zu. Doch konnte er nicht alles so machen, wie es gewesen. Er war halt ein Edelmann und die sind in solchen Dingen nicht so ganz bewandert. »Wie würdest du dich rächen«, dachte er, »wenn du damit nicht deine Treulosigkeit an den Tag legen solltest, verfluchte Zweckmühle. So muss ich wohl gute Miene zum widerlichen Spiel machen.« Am frühen Morgen forderte der Dumme sein anvertrautes Kleinod heraus. Als der Leichnam herausgebracht wurde, sah er gleich daran, dass nicht alles richtig war. »Wehe«, rief er, »was ist geschehen? Ein Unberufener hat das Tuch geöffnet und gewiss ist die Prinzessin sogleich wieder zurückversetzt worden ins Morgenland, dafür aber ein ganz gewöhnlicher Leichnam im Tuch.« Damit nahm er sein Messer und trennte auf, um sich zu überzeugen. »So ist es, wie ich vermutete. Das wird der König nicht ungestraft lassen.« Da fiel der Edelmann auf die Knie und bat, er solle nur schweigen. Er werde ihm so viel Geld geben, dass er die Reise wieder zurückmachen könne. »Nun, euch zuliebe will ich es darum tun«, sprach der dumme Hans. »Doch wisset, diesen Leichnam müsst ihr mir zuvor ehrenvoll begraben, und zwar solange ich noch hier bin.« Das geschah, und er freute sich, dass seine Großmutter noch schön begraben wurde. Dann nahm er das Geld und kehrte heim. Die Leute trauten nicht recht, als sie ihn sahen. Allein, da er ihnen erzählte, wie er von ihrem Plan gehört, aber dann seine Großmutter vor das Fenster gelegt habe und diese von ihnen erschossen wurden, wie er sie dann sogleich auf den Rücken genommen und in die große Stadt zum Verkauf getragen habe, und als er ihnen nun noch die großen Schätze zeigte, die er mitgebracht, ja, da mussten sie es glauben. Denn seine früheren Schätze hatten sie ihm entwendet. Nun,
Ihr fürchtet schon richtig. Nun kam das ganze Dorf zusammen und hielt geheimen Rat. Und die Habgier trieb sie zu dem Beschluss, ihre alten Großmütter umzubringen. Das geschah dann auch. Und am folgenden Tage waren an 50 junge Leute vergnügt auf dem Wege nach der Stadt und trugen ihre Großmütter wohl eingewickelt auf dem Rücken. Als sie da anlangten, das kann man sich vorstellen, war alles Volk neugierig, was sie zum Verkauf anzubieten hätten, und sammelten sich um sie herum. Sie aber stellten sich auf den großen Marktplatz in eine Reihe. Als man sie nun nacheinander fragte, was sie zu verkaufen hätten, und einer wie der andere die Antwort gab: Meine alte Großmutter. Meine alte Großmutter. Meine alte Großmutter. Da ließ der Rat sie alle einsperren. Als man die Sache untersuchte und sie dabei noch erzählten, dass sie ihre Großmütter, freilich durch den dummen Hans verleitet, selbst umgebracht hätten, da wurden sie alle zum Galgen verdammt. Allein, da man in Erwägung zog, dass das Gemeinwesen 50 Seelen schwer verliere und dass sie die böse Tat ja nicht ganz aus eigenem Antrieb getan, so wurden sie auf 100 Rutenstreiche begnadigt, welche ihnen auch unverkürzt sogleich ausgezahlt wurden. Nachdem sie ihre Großmütter in der Stadt ordentlich begraben hatten und dafür ordentlich zahlen durften, zogen sie heim, voll Wut gegen den dummen Hans. Zu Hause erzählten sie, wie es ihnen ergangen, und alle Leute im Dorf nahmen sich ihrer an. Und man beschloss einstimmig, den dummen Hans ganz öffentlich aus der Welt zu schaffen, damit man endlich vor seiner Dummheit Ruhe habe. Ja, genau, vor seiner Dummheit. Die tatsächlich logische Schlussfolgerung wäre wahrscheinlich auch zu schmerzhaft gewesen. So etwas geschieht auf dem Lande recht häufig, damals wie heute. Der arme Sünder wurde auf der Stelle herbeigeschleppt. Und man kam überein, ihn sogleich in einen Sack zu binden und zu ersäufen. Das war bald geschehen. Und sie trugen ihn im Sack schon auf der Brücke, von der er hinabgeworfen werden sollte. »Halt!« rief der Pope, als man angelangt war. »Zu einer so ernsten Sache gehört eine Vorbereitung. Legt den Sack erst nieder und folgt mir zuvor in die Kirche. Ihr sollt beten, ihr Sünder, beten und vielleicht den Ablass bezahlen und euer Gewissen vorab beruhigen. Das kann Gott, wenn man ihn bezahlt. Er nimmt eure Sünden weg, die ihr noch machen werdet.« »Ja, Herr Pfarrer, so ist es recht«, rief der Dorfshahn und trieb alle Leute von der Brücke und folgte selbst nach. Manche gingen in die rechte Kirche, aber die meisten lenkten ihre Schritte in die Kirche, zu der man mit Gläsern läutet. Und manche tranken sich, wie sie es gewohnt waren, einen Rausch an. Ich sag dir, Dorf. Indes aber alle in der Kirche oder im Wirtshaus waren, kam ein Edelmann in einer Kutsche mit 4 schönen Hengsten dahergefahren. Er sah den Sack auf der Brücke liegen und hörte daraus eine menschliche Stimme. Er bat anhalten und fragte: »Was ist das?« »Ach«, sprach der Dumme, »ich will durchaus nicht Bürgermeister sein. Nun, so wollen mich die Leute ersäufen. Leicht übertrieben, wie ich finde.« Der Edelmann war etwas einfältig, aber stolz und ehrgeizig. Und er hätte bisher, was weiß ich, schon gerne alles darum gegeben, um nur ein kleines Amt zu erlangen. Bürgermeister, das war schon etwas. Wenn auch nur in einem Dorfe voller Wahnsinniger. Das kam ihm jetzt gerade gut. Und er sagte: »Freund,
Wenn es nur das ist, so kann dir doch geholfen werden. Lass mich in den Sack. Ich will schon Bürgermeister sein. Und nimm du meine Kutsche und auch mein Landgut, das 100 Meilen von hier liegt. Von Herzen gern, sprach der dumme Hans. Der Edelmann sprang ab und band den Sack auf. Hans kroch heraus, er hinein. Und der Sack wurde wieder festgebunden. Der dumme Hans setzte sich auf. Und hast du nicht gesehen? War er über alle Berge. Bald nun kamen die Leute aus der Kirche und aus dem Wirtshaus und waren guten Mutes. Als sie aber auf der Brücke gelangten, rief der Edelmann immerfort aus dem Sacke: Ich will sein Bürgermeister! Ich will sein Bürgermeister! Ja, ich will sein Bürgermeister! Na, hört nur, hört, riefen alle voller Zorn. Der will jetzt noch unser Bürgermeister werden. Pah, gleich sollst du es sein. Damit hoben 4 oder 5 schnell den Sack und plumps, lag er im Wasser und versank und wurde nicht mehr gesehen. Jetzt werden wir doch Ruhe haben, sprachen sie ihm nach Hause gehen. Der wird uns nicht mehr narren. Und schon fing man an, den dummen Hans zu vergessen. Siehe, da kam auf einmal eine schöne Kalesche, mit 4 Pferden dahergefahren. Und hinter der Kalesche trieb man eine Menge Vieh, Pferde, Schafe und Rinder. Als alles jenseits der Brücke vom Dorf angelangt war, stieg der dumme Hans aus. Alle Leute im Dorf grüßten ihn ehrerbietig. Da sprach er endlich zu einem, der ihn genauer ansah: Kennt ihr mich denn nicht mehr, Nachbar? Ei, wie sollte ich dich denn nicht kennen? Du bist ja der dumme Hans, den wir vor mehreren Wochen ersäuft haben. Aber wie zum blauen Teufel bist du aus der Hölle entlaufen? Das will ich euch gleich erzählen. Indem hatte das ganze Dorf sich um ihn versammelt und staunte ihn an wie ein Meerwunder oder wie einen, der von den Toten auferstanden ist. Hans aber fing an zu erzählen. Ah, höret, als ich in das Wasser hinunterkam, da sank ich zuerst tief, tief durch das Dunkle hinab. An den gräulichen Seeottern und den Wasserjungfern vorbei. Sie taten mir aber nichts. Die grausigen Erzählungen von ihnen sind alle gänzlich übertrieben. Na egal, da wurde es mit einem Mal heller und immer heller, bis ich endlich eine große Wiese sah, wo sehr viele Pferde und Rinder und Schafe weideten. Aber nirgends war ein Mensch zu entdecken. Deshalb machte ich mich zum Herrn der Tiere. Beinahe biblisch, wenn man drüber nachdenkt. Und ließ es mir da wohlgefallen. Ah, aber mit der Zeit war es mir dann doch wie den lieben Gott mit dem Garten Eden. Es wurde mir dann doch zu einsam, so ohne Menschen. Ich fand in einem alten Schuppen mehrere Kaleschen, nahm die schönste, spannte 4 Pferde vor, nahm nun auch Pferde, Rinder und Schafe, so viel ich fortbringen konnte, und brachte sie auf der anderen Seite der Welt, wo ein Ausgang sich findet, heraus. Dingte mir da gleich einige Knechte und kam so wieder hierher, um in meiner Heimat zu sterben. Alle verwunderten sich sehr bei dieser Erzählung. Und wie Hans fertig war, fragten alle zugleich: Du, Hans, Hans, sag mal, ist da unten noch etwas zu finden? Ja, noch genug, sprach Hans. Pferde, Rinder, Schafe und Kaleschen. Wenn ihr es nicht glaubt, na, kommt her. So seht nur ins Wasser. Damit führte er sie auf die Brücke. Er hatte aber seine Kalesche und Herd am Ufer so halten lassen, dass sie sich im Wasser spiegelten. Seht, da unten, wie es noch wimmelt! Der Pope setzte seine Augenspiegel auf und sah hinein.
Potzblitz. Ja, wahrlich, es ist so. Ich hätte es nicht geglaubt. Liebe Brüder, sprach er, lasset uns alle hinab. Unsere Frauen und Kinder bleiben indessen daheim, bis wir zurückkommen. So viel aber, glaube ich, gebührt mir voraus, dass ich zuerst hinunter und mir das Beste von jeder Gattung auswähle. Dann mögt ihr auch alle kommen und euch in das Übrige teilen. Ja, ja, Herr Vater, ja, Herr Vater, so ist recht. Noch eines, rief der dumme Hans, und das ist wichtig. Also hört mir auf jeden Fall zu. Streit darf um nichts stattfinden. Ihr müsst in Eintracht euch in alles teilen. Sonst kehrt ihr nicht zurück. Ja, ja, wir wollen's so machen. Damit nahm der Pope von seiner Frau Abschied und sprang hinein. Sein rotes Käppchen schwamm oben fort. Da rief die Frau des Popen: Lieber Mann, lass dich besser hinein, sonst kommst du zu spät und es bleibt dir nichts. Indes war er schon längst in der anderen Welt. Die anderen aber konnten auch nicht lange warten. Der Dorfsan sprang gleich hinterher, dann die Altschaft, dann alle Jünglinge. Darauf ward es totenstill. Die Frauen und Kinder kehrten heim und warteten nun lang. Es kam keiner zurück. Da bestürmten sie den dummen Hans und sprachen: Was ist es? Was ist es, dass unsere Männer und Kinder noch immer nicht kommen? Ist das Land gar weit weg? Ach, na, ist es nicht, aber ich fürchte, sprach Hans, sie werden nie und nimmer kommen. Denn einer wird den anderen haben übervorteilen wollen, und das darf dort nicht geschehen. Ich habe es ihnen gesagt, dass es so kommen werde. Ha, aber man hört ja nicht auf mich. Nun, ich kann nichts dafür. Die Frauen, ob sie wollten oder nicht, mussten sich nun zufrieden geben. Der dumme Hans aber lebte jetzt ungestört bis an sein Ende. Bei sich aber dachte er, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und lachte sich im Stillen den Bauch voll. Was er allerdings nun in einem Dorfe, als einziger Hahn im Stalle, voller junger und williger Frauen so alles anfing und trieb. Das, meine Freunde, sind ganz, ganz andere Geschichten. Und ich werde sie nicht erzählen. Zumindest nicht heute.